In diesem Video verrate ich dir 3 Schritte, um deinen Wing Chun effizient zu verbessern. Warum 3? Naja, hätten auch 7 oder 8 sein können, aber ich möchte mich mal auf die 3 wichtigsten reduzieren. Und ja, diese 3 Schritte, ja, die sich haben sich die letzten Jahrzehnte haben sich herauskristallisiert und sie sind praktisch ein roter Faden, um praktisch immer auf Kurs zu bleiben und vor allem keine Zeit zu verlieren. Kommen wir zu den 3 Schritten, die ich speziell für erfahrene Wing Chun Begeisterte entwickelt habe. Und der erste Schritt dabei ist ganz wichtig, das Wissen. Ja, Nummer 1 ist das Wissen. Bevor du irgendeine Übung machst, irgendeine Technik ausführst, solltest du dir ganz genau Gedanken darüber machen und immer fragen, was ist die Funktion, was ist der Sinn hinter der Bewegung, was ist das Ziel hinter der Bewegung. Ja? Die theoretische Erklärung dazu, egal ob jetzt physikalisch oder biomechanisch, die theoretische Erklärung hinter dem Wissen, hinter dieser Übung, hinter der Technik, die muss zu 100% perfekt sein und gleichzeitig auch Wing Chun Prinzipien treu. Ja? Anschließend mach dir Gedanken, Mensch, gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit, wie ich das Ziel erreichen kann? Ja? Gibt es vielleicht eine bessere Lösung? Ja? Und wenn das Ziel klar ist, muss man sich klar Gedanken machen, was ist die beste Lösung, um dahin zu kommen. Die Nummer 2 ist die eigene Übung und der Fortschritt. Und früher dachte ich immer, naja, ist eigentlich so banal, muss man eigentlich nicht erklären. Und es gibt aber tatsächlich ein paar Dinge, die sehr wichtig sind und die viele ja, nicht wissen. Während einer Übung musst du in deinen Körper hereinhören. Und die überlegen, Mensch, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Oder fühlt es sich unkomfortabel an? Ja? Ist es muskulär? Habe ich Handlungsfreiheit? Was ist, wenn der Gegner plötzlich aus der Übung rausbricht und er macht was völlig anderes? Habe ich immer noch Handlungsfreiheit? Kann ich reagieren? Völlig ausbalanciert? Schnell und explosiv? Naja, wenn es richtig ist, fühlt es sich meistens sofort perfekt an. Du musst entspannt sein, bist trotzdem stark, ausbalanciert. Das ist völlig mühelos. Das ist sofort das Gefühl, Mensch, das ist richtig. Das war die 2. Nummer 3 heißt, das Ganze zu reproduzieren. Du hast jetzt das Wissen, du hast das Gefühl, das ist das Kern des Konzepts, du kannst es reproduzieren. Du hast jetzt das richtige Gespür und das Wissen. So kannst du dich ja, jederzeit, in jeder Trainingseinheit selbst korrigieren. So kannst du sofort besser werden, ohne dass der Trainer jeden Tag daneben steht. Und ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie du dich selbst täglich verbessern kannst durch die Arbeit. Und es war ein kurzer Einblick in meine 3 Schritte, mit denen ich mich auch massiv auseinandergesetzt habe. Von der Sinum Tao bis zu den Anwendungen der Doppelmesser habe ich klare Trainingsmethoden entwickelt, um diese 3 Schritte einzuhalten, um praktisch jedem ein Werkzeug an die Hand zu geben, selbstständig besser zu werden. Ohne dem richtigen Wissen drehst du dich jahrelang im Kreis. Und ohne dem richtigen Gefühl, was wann richtig ist, ist es, naja, schwer, den richtigen Pfad zu finden. Und die Aussage, ja, jetzt üb erst mal 5 Jahre, das wird schon gut, ist an der Stelle nicht zielführend. Mein Name ist Rexel Erdogan und ich unterrichte Wing Chun von Hongkong bis nach Mexiko. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann informiere dich zu meinen deutschlandweiten Meisterklassen und schreibe mir gerne eine Nachricht. Bis dann.